Moin, moin, meine lieben Steam Deck-Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck-Checker. Ich bin's, euer Fabi, und heute schauen wir uns mal ein Rollenspiel-Highlight an vom Ende 2023. Man dachte, nach Baldur's Gate 3 kommt nicht mehr wirklich was, aber da kam mit Warhammer 40k, Rogue Trader, kam da nochmal ein kleines Highlight, und das schauen wir heute mal rein. Ja, Warhammer 40k, Rogue Trader. Ich finde Warhammer 40k cool, habe mich aber nie damit so viel beschäftigt, aber ich mag halt dieses Space Marine Design und generell die Brutalität. Habe früher auch bis zum Abbrechen, kann man fast schon so sagen, Warhammer 40k Dawn of War gezockt. Das war eine super Spieleserie. Und wir schauen jetzt mal rein. Was ich sehr, sehr schön finde, wir können hier bei den Einstellungen von Warhammer sehr, sehr viel einstellen. Auch was die Gore- und Bluteffekte angeht, das finde ich schon mal ganz, ganz cool. Ansonsten schauen wir noch mal in die Steuerung rein. Das kann man sich ja noch mal ein bisschen versuchen zu verinnerlichen oder auch nicht. ja, ansonsten, wir spielen hier auf 720p. Ich muss natürlich wie immer, das ist ja auch schon Tradition, dass ich immer das Overlay im Nachgang aktiviere. Und jetzt gucken wir noch mal von der Grafikleistung her. Wir lassen es mal ganz auf Benutzer definiert. FSR-Modus könnten wir noch mal auf Qualität setzen. Ansonsten bewegen wir uns hier sehr im niedrigen Bereich. Ich probiere es einfach mal auf Mittel zu stellen und FSR auf Qualität. Wir gucken mal, wie das Ganze dann am Ende ausschaut, und dann probieren wir das Ganze doch mal aus. Also annehmen. Ja, wir sind zufrieden, und dann starten wir ein neues Spiel. Als Entwickler wollen wir unsere Arbeit ständig verbessern. Dazu brauchen wir Informationen, die du uns geben kannst. Ja, komm, kriegt ja. So, Hauptstory. Schlüpfe in die Rolle eines Freihändlers, den Nachkommen einer alten Dynastie verwegener Freibeuter, die über ihr Handelsprotektorat herrschen und die Randgebiete der bekannten Galaxie erkunden. Dunkelheit liegt über die Blutlinie der von Valentius, die sich zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt sehen, sowohl aus den eigenen Reihen als auch von außen. Unzählige Feinde versuchen, die kühnsten, mutigsten Agenten der Menschheit zu vernichten. Es liegt an dir, die Zügel dieses zerrütteten Protektorats in die Hand zu nehmen und einen neuen Weg für die Dynastie der von Valentius zu finden, die sich derzeit in einem Strudel aus Kriegen, Intrigen, Unheil und Ketzerei befindet. Es steht viel auf dem Spiel, denn in der Dunkelheit der Koronus-Ausdehnung kreuzen sich deine Wege mit furchterregenden, mächtigen und ehrgeizigen Gegnern. So, fast ohne Versprecher geschafft. Finde ich gut. Schwierigkeit nehmen wir mal normal. Oh Gott, ich sehe prozentzeitig Modifikationen, um Gottes Willen. Also, nicht von schlechten Eltern schon mal. Scheint dementsprechend. So, Benutzer, wir gucken mal. So, was haben wir hier an Charakteren? Doktrin, Soldat, Hintergrund. Der sieht ja eigentlich ganz nett aus. Er sieht ja noch cooler aus, oder? Was kann ich denn bei... Aber ich glaube, wir nehmen mal den Kollegen hier. Den finde ich, oder? Was kann ich denn bei Outfit-Einstellungen noch machen? Erscheinungsbild, Kleidung. Okay. Ja. Komm her. Wir nehmen General Schnauzer. Benutzerporträt. Doch, finde ich in Ordnung. So, wir können jetzt noch mal... Gibt es aber auch die Auswahl. Finde ich schon mal cool. Moment. So aussehen. Frisur würde ich gerne so lassen. Dann, warte mal, halt. Nee, der braucht ein bisschen mehr Haare, braucht er schon. Oh, komm her. Okay, Tätowierungen brauchen wir nicht. Ja, passt. Weiter. Bart. Der Bart, der gefällt mir gar nicht. Das sieht schon cool aus. Ja, so ein bisschen gräulicher Bart. Jo. Tätowierung. Oh Gott. Kriegen wir auch noch was hier hin. Na gut, da sehen wir grafisch nicht so viel von wegen.
Ja, brauchen wir Argumentation? Nee, komm, wir lassen das. Lay in the course. Verrückter Mann! Nee, pass auf. Mutig, männlich. Oder was ist denn... Jetzt klicke ich mich einfach mal so durch. Mutig, männlich? Pragmatisch? Aber wenn ihr mutig, männlich seid. Okay. Ein klassisches Kampfschiff. Name bearbeiten. Zufällig? Invictus Irabus. Oh Gott. Die Gnade der Sterne. Apex Predator. Nehmen wir den doch. Okay, anwenden. Gucken wir mal rein. An excellent place for contemplation. One has the best view of the cathedral from here. Mesmerizing, wouldn't you say? An impeccable manifestation of the God Emperor Sublimity. Okay, wir können uns jetzt hier mit Dialogen. So. In der Tat ein ehrfurchtgebietender Anblick. Mhm. That is the purpose of all temples to the God Emperor, to inspire awe and reverence. For it is the duty of his servants to persevere in their tireless service until they are presented with a chance to give their very life for the master of humanity. Ja, sehe ich auch so. Allow me to introduce myself. Boah, hervorgehobene Wörter können dir helpen, die Spielwelt der Mechaniken besser zu verstehen. Okay. Rogue Trader Theodora von Valencias. At your service. I haven't had the pleasure of speaking with you in person. Ich habe mich nicht vorzustellen. I am afraid I wouldn't be able to hide my familiarity with who you are and where you come from. No matter how respectful I tried to be of you and your wishes. After all, it is my primary duty to be well informed. Moreover, whatever bloodline name you used before, it no longer matters much. Okay, no longer matters. I will be frank with you. You may forget your past titles, no matter who gave such a... Ich kicke jetzt mal die Dialoge ein bisschen durch. Ich will ja mal ein bisschen was von der Spielmechanik erstmal sehen. I would rather... I would run. There is. And you will meet him soon. Okay. But of course, the Lord's Captain and. Okay, wir beenden mal den Dialog. So, zum Tagebuch. Jetzt können wir uns hier bewegen. Wir gehen nochmal aufs Tagebuch. Gerüchte, Verträge, Quests. Okay. So, ich soll ihnen folgen. Und die Grafik sieht grausig aus. Gucken wir mal, ob ich da noch mal was machen kann. Von der Grafik her. Vielleicht einfach mal wirklich FSR deaktivieren. Ja. Also, es sieht dann besser aus. Interagierbare Objekte. Da kann ich doch was interagieren. Den können wir auch quatschen. Die Kamera lässt sich schön frei drehen. Was haben wir denn hier? Basic Mechanismus. Aha. Ja, wir bewegen uns hier im 30-Quent-Bereich. Das ist aber für so ein Spiel,
ist das meines Erachtens okay. Aber alles so ein bisschen unscharf, ne? I won't tolerate weakness. Wird schon gespeichert. Tür öffnen. One of the Von Valencia's trophy rooms. Perhaps you would like to take a look around after your audience with the Lord Captain. What's happening? Okay, jetzt geht's schon hier richtig in die Vollen. Um in den grausamen Dunkelheit der fernen Zukunft zu überleben, musst du dich Gegnern aller Art stellen und um dein Leben kämpfen. Diese Tipps und Tutorials machen dich vertraut mit dem Kampfsystem von Warhammer 40k Rogue Trader. Drücke, um den Kampf zu beginnen. Da drücken wir auch, okay, den Kampf beginnen. Bist in einen Hinterhalt geraten. Okay. Also das Art-Design ist schön, wobei also die Mannequins, wie ich sie jetzt mal nenne, die Spielfiguren, die sehen alle so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, Anfang der, Mitte der 2000er von den Spielen her. Also nicht ganz so detailliert. So, alle Kämpfe sind rundenbasiert und finden auf ein Raster statt. Wähle ein Feld innerhalb und drücke zweimal, um deinen Charakter hinzubewegen. Bewegungspunkte, das kennen wir aus anderen Spielen. Dann gehen wir doch da mal hin. Und jetzt werde ich wahrscheinlich auch angreifen können, ne? Habe ich doch. Inspizieren. Okay. Not a problem for me. Gut. Und dann schießen wir mal auf ihn. Nochmal schießen. Nein. Absolutely not. Okay. Zug beenden. Machen wir dann jetzt erstmal. Wir sind ja nicht alleine, das ist ja auch mal ganz gut. Ja. Der ist hinüber. Jetzt kommt aber Kunrad nochmal dazu. Der greift auch nochmal an. Können wir ihn nochmal wieder? Wir brauchen keine Bewegungspunkte. Wir nehmen jetzt einfach ihn hier. Und haben den Servitor erledigt. Verdächtig schlechtes Timing. Servitor spielen ausgerechnet in dem Moment als Offizierssektor. Ja. Oh, wer kommt da jetzt noch? Okay, Verstärkung anscheinend. Ausschwärmen. I'm afraid I must read. Also das ist natürlich ein Spiel für Leute, die viel lesen müssen oder Englisch können. Ich glaube aber nicht, dass alle Dialoge vertont sein werden. It's about time. Aber waren das nicht zwei Servitoren? Kann ich hier noch ein bisschen plündern? Nein. None shall stand in my way. Das Art-Design ist schon schön. Exponat ist unvollständig. A new challenge for me. So, wir gehen mal weiter. Victory awaits. Also von Art Design her, wie gesagt, finde ich es echt sehr, sehr schön.
Jetzt muss ich noch mal gucken, was ist denn jetzt meine Aufgabe? Nur. Wir hören ins Tagebuch. Wo ich nicht rein? Follow my lead! Was haben wir denn hier? Hier sieht so ein bisschen nach Action aus. Also nicht nach Action, aber halt, sag ich mal, Interaktion mit dem Spielbild. Na guck mal, jetzt bin ich an der richtigen Stelle. Das ich will mit dem Lord Captain sprechen. Ja, ich unterbreche gerne. Ja, ich tritt vor. Okay, jetzt müssen wir auch noch mal wieder oben machen. Wir kennen das ja. Das muss gereinigt werden. Okay. Wir müssen aufräumen, das ist klar. Sorry, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell gelesen. Ich bin Schnellleser. So, warum seid ihr hier? Ja, ganz einfach. Es ist logisch, warum ich hier bin. Es gibt Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Ihr Name ist Theodoro von Valencia und Manero. Ich bin ein Freihändler in Dienst und Berater. Genau. In Schicksal widerfährt, okay. Ich bin bereit, diese heilige Aufgabe anzunehmen. Ja, ich bin bereit. Es gibt noch andere Erben, okay. Meister des Geflüsters. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich will jetzt mal weiter. Und wir werden wieder attackiert. Also wie gesagt, grafisch ist es natürlich nicht so ein Bombast wie in Baldur's Gate. Aber es ist auch ein kleines Studio. Okay. Ja klar, die reagieren zugweise, das ist mir schon klar. Wir beginnen mal den Kampf. Oh, die Alte versteckt sich, das ist klar. Wir müssen mal schauen, wen wir jetzt hier da ist schon ein Gesplatter angesagt. Hui, hier wird weggefetzt. Ketzerischer Halsabschneider. Und Finanzamt? Hat sie ihre Steuern nicht bezahlt? Das wird auch nicht geschossen. Deckung ist was für Schwächlinge. Wir gehen jetzt hier hin. Und hauen ihn volles Hund aufs Maul. Scheiße. Oh. Ja, ich habe einen kritischen Treffer gelandet. Ist ja auch klar. So. Das ist ein ketzerischer Raufbold. Ja, holt aber zu. Sei vorsichtig. Die. Abelard, hau zu. Und noch ein. Mord. Mord und Totschlag. Das wäre nochmal schöne Namen für ein Team. So, ich habe einen temporären positiven Effekt von einem Verbündeten erhalten. Ist auch nicht schlecht. Aber wir wollen ja jetzt hier nochmal. Junge. Was soll denn das? Alter. So. Ja, Zug beenden, komm. Ich bin ja gar nicht mehr so viele Übergang jetzt. Ah, reicht doch. Da können nicht mehr so viele über sein. Mord! Nehmt euch ein Team, macht euch den Weg zum Tor. Lasst keinen einzigen. Im Leben, das Wort nehmen wir nicht in den Mund. So, nicht mit der Wimper gezuckt, das Abkommen auf der Bestimmung. Was geht hier vor? Wie lauten eure Befehle? Was geht hier vor?
Art Warp-Wahnsinn. Okay. So, wie lauten die Befehle? So. Wir sehen mal, ob wir jetzt unterstützen können. Er speichert. Und wo ist Mord jetzt hingegangen? Ja, du mich auch. Warte, wo soll ich jetzt hin? Kann mir auch keiner verraten. Gucken wir nochmal ins Tagebuch. Gucken wir mal ins Tagebuch rein. Nee, ich will ins Tagebuch. Pause. Wenn ich jetzt Pause. It's about time. Also, ich muss sagen, es macht einen guten Eindruck. Oh, schön, habe ich einen kleinen Kloß im Hals. So, ja, ich weiß auch nicht. Das ist spielerisch der Tröger-Einstieg. Dröger. Toll. Jetzt haben wir diesen Objekt voll im Vordergrund hier gerade gehabt, so. Okay. Oh, was geht auf dem Schiff vor? Ich habe jetzt hier einen Frosch im Hals ohne Ende. Es ist halt so. Ich will ja auch nicht so viel von der Story spoilern. Okay. Den Erzmilitant finden. Ja. Ja, ich schaff das schon. Geh mal voran. Oh, mich trifft etwas in den Bauch. Rita. Ui. Ui. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich jetzt auch noch verraten werde. So scheint es jedenfalls. Das wäre natürlich. Das macht dann die Story vielleicht nochmal ein bisschen interessanter. Der Einstieg haut mich jetzt nicht so von Hammer. Mal gucken, ob ich am Ball bleiben werde. Aber ich denke, für so absolute. Wie gesagt, ich mag das Design von Warhammer 40k. Bin aber nicht der absolute Fan davon. Ich habe es auch nie Tabletop-mäßig gespielt oder so. Also, es bleibt weiterhin spannend. Vielleicht ist das Spiel was für euch. Ich weiß es noch nicht. Es ist halt ein bisschen viel Text. Ich bin inzwischen nicht mehr so textfreudig. Aber gerade auf dem Steam Deck selber ist der Text natürlich dann dementsprechend auch immer etwas klein. Ja gut, das Schöne ist, wir können bei den Anzeigen definitiv noch die Schriftgröße auf jeden Fall ändern. Da war irgendwo was mit der Zugänglichkeit. Ich habe es mal gesehen. Hier Schriftgröße können wir nämlich noch anpassen. Die können wir hier anpassen. Im Moment, wir speichern das Ganze. Und dann wird die Schrift auch schon ein bisschen größer. Also, liebe Freunde, wird die Schrift überhaupt größer? Moment, ich hatte den Eindruck, das wollte sie nicht. Moment, Zugänglichkeit, Schriftgröße. Doch, wir haben sie größer gemacht. Machen wir sie mal zum Vergleich nochmal kleiner. Ja, ist ein Unterschied. Okay, also, liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Einschalten. Spielt ihr Warhammer 40k Rogue Trader? Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel denn so findet. Mich wird's brennend interessieren. Ansonsten kann ich wieder nur sagen, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck. Ciao!